Hallo ihr lieben Splatter- und Gore-Liebhaber zu Review von The Evil Dead Rise und ich kann so viel sagen, ich besitze zwar keine Kinder, aber The Evil Dead Rise hat jetzt auch nicht dazu beigetragen, dass ich in irgendeiner Weise vorhätte, Kinder mir zuzulegen oder dass ich meine Meinung zu Kindern verbessert hätte. 10 Jahre ist es jetzt schon her, dass wir das letzte Mal das Vergnügen hatten, The Evil Dead auf der großen Kinoleinwand zu sehen. Dazwischen gab es natürlich die Serie, die klammern wir jetzt mal aus. Aber 10 Jahre hat es gedauert und die große Frage ist, hat sich das Warten gelohnt? Und dem werden wir uns jetzt mal in aller Ausführlichkeit widmen. Spoiler ahead. Evil Dead Rise erfindet die Handlung von dem Evil Dead Universum natürlich nicht neu. Es gibt ein paar Änderungen, es spielt nicht mehr in einer Hütte und es geht auch nicht mehr um irgendwelche random Teenager, sondern dieses Mal spielt es in einer Großstadt, in einem Apartment, in einem Wohngebäude und es geht um eine Familie, eine Mutter mit ihren Kindern und ihre Schwester kommt dann auch noch zu Besuch. Trotzdem, der Rest bleibt, wie wir es von The Evil Dead kennen, es gibt ein Buch, ein Totenbeschwörungsbuch, ein Necronomicon, ein Buch der Dämonen, der Toten, daraus wird vorgelesen oder es werden auf jeden Fall Worte daraus vorgelesen und das erweckt das Böse, das dann in einen der Protagonisten hineinfährt und eine ganze Menge Chaos anrichtet. Ich kann mir nicht erklären, warum man bei The Evil Dead Rise die Gewaltschraube zurückgedreht hat. Wir kommen ja von einem Standpunkt 2013, Evil Dead Remake vom Original von 1981, in dem absolut durchgehend Vollgas gegeben wurde. Der Film selbst bezeichnet sich ja als der schockierendste Film, den du jemals sehen wirst, was ich auch bezweifle, aber das ist ein anderes Thema, aber er gibt auf jeden Fall Vollgas, was Blut angeht. Es wurden in diesem Film über 200.000 Liter Kunstblut verwendet. Leute schneiden sich die Arme ab, Leute schneiden sich ihre Zunge mit einem Teppichmesser in zwei Teile. Leute bekommen die Hände gespalten von Brecheisen. Leute bekommen Nägel in die Arme geschossen, bekommen Nadelspritzen unterhalb des Auges reingerammt, was sie sich dann raus... Also der Film, der dreht völlig ab, ja? Da geht's fucking zur Sache. Und in The Evil Dead Rise gibt es auch krasse Szenen. Leute bekommen die Kopfhaut abgerissen, Leute bekommen mit einer Käsereibe die Wade zerschlitzt, zerfleischt. Das ist auch krass, aber im Vergleich zu 2013 ist das, was soll ich sagen, es kommt da nicht mal ansatzweise ran. Die Gewalt ist schon immens zurückgedreht und jetzt könnte man sich die Frage stellen, woran liegt das? Warum macht man das so? Ist man nicht an dem Punkt, wo man verstanden hat, dass die Evil Dead Community, die will sowas. Die will diesen kranken Scheiß, die will diese Over-the-Top-Splatter-Action in diesem Film sehen. Ich habe zwei Vermutungen. Vermutung 1 ist, das Studio hat da seine Hände mit in das Skript und die Inszenierung gelegt und gesagt, wir wollen ein R-Rating, wir wollen nicht ein NC-17, wir wollen damit mehr Geld verdienen und deshalb müsst ihr diese expliziten Szenen, die ihr vielleicht gedreht habt, die müssen da alle raus. Könnte sein, dann das wäre gut für uns, weil dann können wir uns darauf freuen, wenn es dann ein Blu-ray-Release gibt und da bekommen wir dann diese Szenen gezeigt. Könnte sein. Die andere Sache ist, und das halte ich für wahrscheinlicher, dass man ein Familienauto beladen hat und da hat der Fahrer, der Regisseur, immer mal wieder auf die Bremse gedrückt unten mit dem Fuß. So sanft auf die Bremse, weil hinter ihm, da sitzen ja Kinder an Bord. Steht ihr? In dem Film spielen Kinder Hauptrollen und es ist nun mal ein offenes Geheimnis oder eine Art Tabu, dass man Kinder auf der Leinwand zerfleischt. Das macht man einfach nicht. Deshalb hat das bei mir schon mal die Frage aufgeworfen, wieso spielen da überhaupt Kinder mit? Warum muss man in diesem Film Kinder mitspielen lassen? Und wenn man Kinder mitspielen lassen will, Junge, dann dürfen da keine Ausnahmen gemacht werden, dann sollen die auch zerfleischt werden. Und ich weiß, es klingt jetzt sehr makaber, wenn man das aus dem Kontext gerissen so hören würde von mir, aber ich wollte schon sehen, wie das kleine Mädchen da hingerichtet wird, wie es abgeschlachtet wird. Das ist ein Evil Dead Film und da kann ich das ja wohl erwarten. Um mal ein paar Beispiele zu nennen. Es gibt eine Szene, da wird mit so einem mit einer Tätowiernadel, will die Mutter ihr Kind halt tätowieren oder ins Auge tätowieren. Sie kommt auch nah an das Auge, an den Augapfel ran, aber es wird nicht ins Auge rein tätowiert. Warum nicht? Warum nicht? Wir gucken Evil Dead, da kann man doch sowas bringen, wie die Tinte sich im Augapfel dann verbreitet. Das wäre eine überkrasse Szene gewesen, aber darauf wird verzichtet. Und woran man das meiner Meinung nach aber am deutlichsten sieht, ist die kleinste Schwester dieser Familie. Sie ist, I don't know, 10, 11, 12 Jahre. Und die bekommt in dem Film im Endeffekt fast gar nichts ab. Ja? Also natürlich ist das für sie schon verstörend, keine Frage.
Aber so physische Gewalt wird nicht wirklich bei ihr angewandt. Und das soll jetzt nicht bedeuten, dass diese ganzen Ereignisse traumatisierend für sie sein können. Aber wir gucken einen Evil Dead Film. Da geht es nicht darum, dass man tiefenpsychologisch irgendwelche Misshandlungen in Kindern aufarbeitet. Da geht es um plakative Gewalt. Das war schon immer so. Leuten werden Hände abgesägt. Leute werden Beine weggeschossen. Es geht um plakative Gewalt und nicht um tiefenpsychologische Aufarbeitung von Traumata. Dementsprechend, ja, es ist ein Kind, ein Kleinkind, aber wir sind in einem Evil Dead Film. Ja, da kann man auch mal vorwärts machen. Das will ich aber auch nicht zu sehr ankreiden, denn die anderen Teilnehmer, Mitglieder dieser Familie, die bekommen schon einiges ab. Nur weil der jetzt nicht so die overtop übelst krasse Gewalt hat, heißt das ja noch lange nicht, dass er schlecht sein muss. Und er ist auch nicht schlecht, das schon mal soweit gesagt. Ich finde aber, da geht schon viel Potenzial verloren, denn auch die Inszenierung von der Gewalt, die hat mich nicht immer überzeugt. Es gibt eine Szene, da sehen wir durch den Türspion hindurch, wie im Flur die Nachbarn abgemetzelt werden. Und wir sehen es halt nur angedeutet. Jetzt könnte man argumentieren, ja, wir sehen es angedeutet, weil der eigentliche Horror, der passiert ja im Kopf. Aber nicht bei Evil Dead, Alter, das ist plakativ. Da wollen wir sehen, wie Leuten das Gesicht abgerissen wird. Und da sehen wir es eben einfach nicht. Warum nicht? Warum sehen wir es da nicht? Wir wollen, genau deswegen gehen wir doch ins Kino. Was mir auch nicht gefallen hat, ist, dass sich teilweise die Effekte unnötig waren und nicht gut gemacht. Es gibt eine Szene, da wird das Necronomicon gefunden und es ist in so einem Beutel eingewickelt. Und der Junge macht den Beutel auf und da flattert so Ungeziefer raus, so Kakerlaken durch die Luft. Und die sind halt sehr offensichtlich animiert. Und es sieht einfach nicht gut aus. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum brauchen wir überhaupt diese Szene in dem Film? Warum brauchen wir diese schlecht animierten CGI-Viecher? Die hätte man einfach weglassen können. Er macht den Sack auf und man sieht einfach das Buch und fertig. Da braucht man jetzt nicht nochmal diesen, was ja auch kein Scare war. Es war ja auch nicht gruselig, es sah einfach nur schwach aus. Es sah einfach schwach aus. Ja, und auch die andere Sache. Es gibt eine Szene, da fließt einer Person Blut aus den Augen und aus der Nase und aus dem Mund. Und das Blut ist schwarz. Und ich weiß nicht, ob es CGI war, aber es sah halt so aus. Es sah einfach nicht gut aus. Es sah nicht gut gemacht aus. Es ist irgendwie zu viel gelaufen und es war nicht... Die Viskosität dieser Flüssigkeit, die hat einfach nicht gestimmt und es sah nicht gut aus. Und darauf hätte ich mir gewünscht, dass man darauf verzichtet und sich eher zu diesen wirklich wahrscheinlich auch teureren Effekten, sie sind teurer, zu diesen Practical Effects zurückbesinnt, bei denen man sich auch sehr viel im 2013er Remake berufen hat. Das wurde leider nicht gemacht. Und wenn wir schon beim Thema Blut im Gesicht sind, es gibt natürlich unzählige Szenen, in denen Menschen Blut im Gesicht haben. Und dann ist es so, man sieht, wie das Blut ihnen ins Gesicht spritzt. Dann gibt es einen Schnitt auf eine andere Person oder einen anderen Ort. Dann kommt der Schnitt zurück. Und dann haben die Personen auf einmal um die Augen herum das Blut weggewischt. Und es sieht halt so aus, als hätte man mit einem Tuch die Augenpartien freigemacht. Und außerdem ist auch das Blut an den Wangen und am Kinn eingetrocknet und es ist nicht mehr so dick wie einige Sekunden vorher noch. Und ich will jetzt nicht so kleinlich klingen, aber das ist mir wirklich aufgefallen und das ist mir bei den anderen Filmen nie aufgefallen, dass es da diese Art der, ja, man muss schon sagen, Continuity-Fehler gibt. Und da frage ich mich, warum macht man das denn? Ich meine, wenn du Blut ins Gesicht bekommst und du wischst dir dann einmal so mit der Hand durch dein Gesicht, dann ist das ja noch überall verschmiert und es ist eben nicht direkt eingetrocknet und es fließt eben nicht direkt von deinem Kinn weg und von deinen Wangen. Und das fand ich einfach von der Maske einfach zu offensichtlich schlecht gemacht. Also das hat für mich auch diese Immersität des Films ein bisschen gebrochen. Weil ich bin echt nicht jemand, der auf sowas achtet und dann mit der Lupe rangeht. Oh, sieh mal da, da war ein kleiner Blutspritzer an deiner linken Wange. Der war aber in dem Bild davor noch nicht. So bin ich eigentlich nicht drauf, aber in dem Fall ist es mir leider doch aufgefallen. Was ich auf jeden Fall cool finde, ist, dass es ein bisschen mehr die Lore und das Universum von The Evil Dead ausweitet. Es stellt sich ja heraus, es gibt drei dieser Bücher, drei Necronomicons und alle haben sie eine unterschiedliche Vergangenheit und man weiß nicht so genau, wo die herkommen und wie sie an den Platz gekommen sind, an dem sie eben sind. Und das ist für mich eine coole Sache, weil diese drei Necronomicons, die haben auch so unterschiedliche, die sehen erstmal unterschiedlich aus, so von der gesamten Aufmachung und wie sie geschrieben sind und ihre Inhalte sind komplett unterschiedlich. Und auch die Dämonen, die damit beschworen werden, fand ich, hatten so ein bisschen unterschiedliche Charaktereigenschaften. Also die Dämonen aus dem ersten Teil und aus dem Remake,
Die waren crazy Motherfucker, keine Frage, aber die konnte man töten, die konnte man ersticken, die konnte man anzünden oder zerstückeln. Und der Dämon aus The Evil Dead Rise, der scheint unsterblich zu sein. Also da gibt es offensichtlich wohl Unterschiede in den Dämonen, die man dort beschwört. Und das finde ich interessant, auch in dem Hinblick, dass Sam Raimi und der Regisseur von The Evil Dead Rise, die hatten sich wohl auch darüber unterhalten, ob man wohl sich überlegen könnte, eine Art Anthology-Serie aus dem Evil Dead-Universum zu machen, wo man sozusagen die Hintergründe und die Geschichte von diesen drei Büchern ein bisschen mehr erforschen kann und dann könnten einzelne Regisseure einzelne Folgen drehen. Das finde ich eine sehr, sehr coole Idee. Und in diese Richtung geht eben die Idee mit diesen drei Büchern. Deshalb finde ich das gut, dass das etabliert wurde. Auch gut finde ich das Monster, was sich am Ende zeigt in diesem Film. Und zwar gibt es dort ein Resident Evil-leskes Monster, was aus verschiedenen Menschen besteht, mit vielen Armen und Beinen und Blut und zusammengesetzt und makaber und modrig und coole Sache, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet und das hat der Trailer auch nicht vorausgeschickt und auch nicht gespoilt, deshalb Props an den, der den Trailer geschnitten hat. Ich finde das also generell schrecklich, wenn der Trailer alles vorwegnimmt, was er in diesem Film auch zu großen Teilen gemacht hat, aber das hat er eben nicht gezeigt. Also das, Daumen hoch, aber Daumen eher so zur Seite, was dann die Visualisierung angeht von diesem Wesen. Nicht die Visualisierung, das ist das falsche Wort, weil ich kann gar nicht sagen, ob dieses Wesen gut oder nicht gut aussieht, weil es so wenig Screentime hat. Wir sehen es kaum. Es verfolgt den Protagonisten, aber ja, wir sehen immer nur so Anschnitte von ihm, Teile von seinem Körper, aber das Monster in voller Pracht, in all seiner Ekelhaftigkeit einmal zu sehen, das war entweder sehr kurz, dass ich mich gar nicht mehr dran erinnern kann, oder eigentlich gar nicht wirklich zu sehen. Und das finde ich ein bisschen blöd, weil da hätte man punkten können. Vielleicht hat man das gemacht, weil das CGI-Vieh eben in seiner vollen Pracht gar nicht mal so geil aussah. Oder man hat das gemacht, weil man sich dachte, naja, wenn wir nur Teile davon zeigen, dann bleibt der Rest im Gehirn des Zuschauers und er macht daraus ein noch schrecklicheres Wesen. Aber wie ich schon gesagt habe, ich finde Evil Dead funktioniert zu großen Teilen über die plakative Ebene. Und da kann sich dieser ganze gerechtfertigte Wahn rundum im Kopf des Zuschauers passieren, Dinge, die sind viel schlimmer als alles, was wir zeigen könnten, spielt da nicht so eine große Rolle. Trotz allem ist The Evil Dead Rise, trotz meiner Kritik, ein guter Horrorfilm, der solide unterhält. Und man darf auch nicht unterschätzen, dass jemand, der sozusagen ein Ultra-Fan von The Evil Dead ist und jeden Film gesehen hat, dass der da auch mit ganz anderen Erwartungen reingeht als der Casual-Kinobesucher, der dieses ganze Splatter- und Gore-Spektakel nicht gewohnt ist. Und ich glaube, wenn man sozusagen nicht diese Blutgelage gewohnt ist, wie jemand wie ich zum Beispiel, dass dieser Film schon noch am Anschlag ist, dass da jemand reingeht und sich dann denkt, wow, okay, das war krass, Alter, das, wow. Also das war ja schon Anschlag, was da passiert. Also das reicht mir jetzt auch erstmal fürs nächste halbe Jahr. Und dementsprechend finde ich es vielleicht gar nicht so blöd, dass sie das gemacht haben. Dass sie die Gewaltspitzen etwas zurückgefahren haben. Denn am Ende des Tages muss man natürlich auch mit beachten, dass Kinofilme nicht nur für die Ultra-Fans gemacht werden, sondern sie werden ja auch gemacht, weil es ein wirtschaftliches Produkt ist. Und wenn dieser Film dazu beiträgt, dass mehr Evil Dead-Filme gemacht werden oder auch eine Anthology-Serie entsteht, dann kann ich damit gut leben, weil der Film ist ja an sich nicht schlecht, bloß als Evil Dead Ultra hätte man sich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Explizität, ist das ein Wort, gewünscht und wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Derbheit in dem, was dort gezeigt wird. Und von diesem Standpunkt betrachtet muss ich dann leider sagen, ist The Evil Dead Rise der schwächste Evil Dead von allen anderen Evil Dead Filmen. Was jetzt im ersten Moment erstmal dramatisch klingt, aber die Evil Dead Filme haben alle ein sehr, sehr hohes Niveau. Dementsprechend ist das jetzt kein Todesurteil für diesen Film. Ich habe The Evil Dead von 2013 7,5 Punkte gegeben. Diesen Film finde ich jetzt noch einen Tacken schlechter, deshalb würde ich sagen, so um die 7 Punkte würde ich ihm geben. Das ist immer noch im oberen Drittel von allen Horrorfilmen, die wir in den letzten Jahren eigentlich gesehen haben. Deshalb, da muss man keine Träne vergießen, da kommt der Film immer noch gut weg. Und ich kann auch jedem empfehlen, der auf Horrorfilme steht, der auch, für den es auch mal ein bisschen herzhafter zugehen kann, geht in diesen Film, geht ins Kino, gebt Evil Dead und den Produzenten das Geld und lasst uns alle hoffen, dass da noch was hinterherkommt und wir in den kommenden Jahren, dass wir nicht mehr 10 Jahre warten müssen, bis ein neuer Evil Dead Film rauskommt. Das war meine Review zu The Evil Dead Rise. Was haltet ihr von dem Film? Schreibt's mir unten in die Kommentare.
Ansonsten könnt ihr meine anderen ausführlichen Reviews zu The Evil Dead hier oben sehen. Hier unten gibt es noch ein anderes Video und ihr könnt diesen Kanal abonnieren. Dann bekommt ihr jede Woche ein neues Video. Und in diesem Sinne kann ich euch nur noch empfehlen, lest nicht zu viele Bücher. Denn ihr seht ja, was passiert. Wer zu viel liest, der wird von Dämonen umgebracht. Ja. Und mit diesen Gedanken lasse ich euch jetzt allein. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.